Immer noch Oskar Lindberg findet Alatalo. Da kommt der Ablenker von Torell und das Bube-Trickli 1:0. Zwölf Sekunden vor Ende der Starttrittels gehen die Zuger dank Erik Torell und seinem sechsten Saisontor mit 1:0 in Führung. Hier der Ablenker von Torell und dann reagiert er ganz einfach schneller als alle zusammen und sehen Sie, wie Brian Flynn noch versucht, hier reinzugleiten. Moran, Tor! Er hat bereits im ersten Saisonduell gegen Ambrì getroffen. Johan Moran. Und trifft jetzt also erneut. Keine zwingende Chance. Albrecht bringt die Scheibe an die blaue Linie und dann ein flacher Schuss von Johan Moran. Und da sieht man zart und. Ablenker vor dem Tor und dann hat es geklingelt. Trisconi. Aus dem Nichts kommt der HC Ambrì Piotta zum Anschlusstreffer durch Noele Trisconi. Drittes Saisontor für ihn. Ja, nach diesem Schuss von der blauen Linie Trisconi vollkommen alleine. Tobias Geisser überhaupt nicht bei seinem Mann. Ja, das war klasse gespielt und die Scheibe ist im Tor drin. Das ist das 3:1. Na, schauen Sie sich mal an, wie dieses Tor entstanden ist. Karl Klingberg, das für die Buchhaltung mit seinem 12. Saisontreffer. Bulli gewinnt. Dann geht die Scheibe zurück in die Ecke. Dann kommt Hoffmann mit Tempo. Schnell zurückgelegt, der Direktschuss tief in die Ecke. Und damit hat Manzato nicht gerechnet.